Willkommen zurück bei Lies of Pi. Wir werden jetzt noch einmal uns demütigen lassen. Nein, wir werden jetzt noch einmal voller Kraft und Stolz und allem werden wir hier reingehen und ihn nochmal versuchen. Und andernfalls werde ich tatsächlich, weil die Stunde nämlich dann um ist, jemanden beschwören. Weil, keine Ahnung, ich habe in... Okay. Ich habe in Lies of Pi dieses Bedürfnis, weiterzukommen. Und nicht dieses große Souls-Bedürfnis, so früh... Er ist sowas von gegen Feuer. Okay. Eigentlich sah das gar nicht so schlecht aus. Bis er mal wieder dreimal hintereinander auf mich eingeschlagen hat, um mich instant zu töten. Ich kann, wenn ich einmal getroffen werde, dann ist es irgendwie, dann ist es irgendwie vorbei. Also ja, ihr mögt alle von mir halten, was ihr wollt. Ich muss damit klarkommen, wenn ich hier Leute beschwöre. Und ich muss mit meinem Stolz damit klarkommen. Und ganz ehrlich, da habe ich eigentlich gerade gar keine Aktien drin. Weil ich, wie gesagt, das ist wie mit Melina in Elden Ring. Das ist wie mit Melina. Irgendwann ist gut. Und dann habe ich mir einfach zwei PvP-Freunde, PvE-Freunde bestellt. Dann haben wir zu dritt Melina, jetzt wollte ich ein böses Wort sagen, niedergestreckt. Fertig. Irgendwann ist gut. Und, mal gucken, ob mein Freund überhaupt nützlich ist, weil dessen bin ich mir gar nicht bewusst. Okay, ich bin verfallen. Ich bin tot. Haben wir noch 60 Versuche haben wir ja noch. Ach nein, wir haben mehr als 60 Versuche, man kann die Dinger ja kaufen. Nein, ich werde niemals... Okay, ich sag niemals nie. Was hier übrigens ja auch nicht geht, ne? Also hier gibt es... Es gibt keinen Koop in Lies of Pi. Das heißt, man kann sich tatsächlich ausschließlich ihn hier zur Hilfe holen. Man kann keinen menschlichen Spieler holen. Ganz ehrlich, den Schleifstand spare ich mal vor. Könnte ich bitte jetzt mal ohne... Oh, ohne Trank in die zweite Phase kommen einfach. Ich weiß es. Warum? Na klar, jetzt konzentriert er sich auf den anderen. Finde ich gut. Mach das. Du bleibst doch bestimmt noch für die zweite Phase. Könntest du bitte jetzt nicht wieder mit deinem Random Bullshit anfangen? Bitte. Nein! Nein, 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 nein! Tu's nicht! Ach, jetzt? Jetzt fängst du wieder an zu springen, oder was? Was? Jetzt habe ich dritte Parry verkackt. Verdammt. Bitte nicht, nicht rollen, nicht rollen. Alles nur nicht rollen. Ja, zweites Mal springen. Von mir aus gerne. Weißt du, was das Problem ist? Der hat wahrscheinlich auch noch eine zweite, also eine zweite Phase. Ich muss drauf pausen auf meine Ausdauer. Ja genau, hauen wir es drauf.
Oh ne, Vorsicht weg. Ah, mein Tank. Nein. Muss man diesen dunklen Balken wegbekommen. Oh nein. Ganz doof. Okay. Er tankt einfach alles. Er tankt einfach alles. Und wir finishen mit dem Dreieck. Er ist einfach... Hallo, Mr. Tank, ey. Okay. Wer redet mit... The last hero weapon is in my hand. Ich finde das so witzig, ich will einfach nicht keine Lust dazu verrecken. Okay, vielleicht sind die ein bisschen... Also, vielleicht ist ein bisschen zu stark. Aber... I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. I got what I wanted thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon, you'll see. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Thank you for your heart. Let's go back to the hotel and celebrate the spoils. Das ist nicht gut. Warum willst du wieder zum Hotel? Also, ich find's eigentlich gut, dass du ins Hotel willst, aber ich find's nicht mehr gut, dass du ins Hotel willst, weil ich nämlich da jemanden angelogen habe. Und wir gehen mal kurz. Ich weiß, ich will jetzt gleich zurückgehen, aber das nehme ich noch mit. Was? Ist das ein unsichtbarer Gegner? Okay. Anscheinend nicht. Ja, scheint ein neues Gebiet anzufangen. Dann gehen wir zurück. Gucken auch, hat er mir gerade eine Boss-Seele gegeben? Ja, wahrscheinlich, oder? Weil dann will ich natürlich wissen, was er Schönes für mich... Oh, wow! Wow! Da wollen drei Leute mit mir reden. Warum? Es könnte sein, dass es unserer lieben Dame jetzt ein bisschen schlechter geht. So, eins nach dem anderen. Fangen wir an. Hiermit. Come here, child. This is my first chance to get a proper look at you. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. Thank you. If Krat ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Okay. Ich wusste nicht, dass wir Klavier spielen können. Grüßen. Oh, grüßen kann ich dem Typen bestimmt beibringen. Sie hat auch weniger Zeug im Gesicht, deswegen sieht sie ja jetzt auch was. So, du bist wahrscheinlich sauer auf mich, ne? I found the last treasure thanks to you. The saber, a precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it. Then fell into the nest. I tried to save him, but I failed.
Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, you must become the weapon's true owner. A great weapon calls for a great warrior. Show me that you're worthy to wield it. What's this? A poster singing my praises? Oh dear, your practical jokes go too far. Oh, a wanted poster? Right, yeah. Let me explain. There is an unscrupulous reporter called Medoro, and he's the epitome of yellow journalism, and he only writes favorable articles if you bribe him. One time, I didn't give him a certain antique he wanted, and he slandered me, just like this. What has this world come to? Even noble explorers searching for true history get lambasted for all to see. Perhaps I should be pleased that this scrap of paper is powerless, as there's no authority to pay the reward. You can keep it as a souvenir. A great weapon calls for a great... So, was hast du denn Schönes für mich? Technik A. Was ist das hier? Das hier? Wut, Angriff, Ausweichen verfügbar. What? Was ist Wutangriff, Ausweichen verfügbar? Das ist interessant. Es ist halt nur ein normales Schwert, das ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich hab... ich weiß nicht, was Wutangriff, Ausweichen verfügbar ist. Und... ich glaube, also... ich überlege tatsächlich, mir dieses Schwert eventuell sogar tatsächlich zu holen, aber wir warten mal noch kurz ab. Aber wir reden erstmal mit allen anderen Personen, die noch mit mir reden wollen. No! Can it be? It can! Are you hurt anywhere? Ha! You never fail to surprise me, compagno. Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead acid battery in a flash. The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know in exactly either. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. After all, I am the prince of the Krat social scene, and I surrendered to their mysticism. There, it's done. Now take it. A secret alchemist's underground lair. That sounds like something Antonia might well have heard of. You'd better ask her about it. Wie sind wir jetzt zu diesem Dialog gekommen? Also, ernsthaft. Herstellen können wir noch diese DOS Ex Machina, der mich nicht wirklich interessiert. Und ein Schild. Schild wäre natürlich ganz witzig, wenn ich tatsächlich irgendwie mit einem Schwert kämpfen würde. Aber eigentlich... gut. Also, wie sieht's denn mit Upgrades aus? Fällt mir gerade auf. Oh, ich kann meine Glaive upgraden. Vollmondstein. Ach, ich nehme an, 10 ist 10 Maximum. Wahrscheinlich ist 10 Maximum, ne? Das heißt, ich habe meine Waffe fast auf, mit dieser Waffe fast auf Maximum. You made the right choice. Lady Antonia is completely cured. Na, sag das nicht zu früh. She was so happy.
I don't even know how to thank you. I know now what a glorious feeling it is to wish for the happiness of someone you care for. Perhaps it's presumptuous for a puppet to call that feeling love. I am happy enough just to protect her as best I can. Thank you for saving her and for guiding me through this emotion. Sicher Mondsteine habe ich genug, mein Freund. Ah, egal. Ja, du kannst mich mal aufsteigen lassen, bitte. Wir haben dringend gemerkt, dass wir noch wesentlich mehr Vitalität brauchen. Das, ja. Wir haben mit Sicherheit auch 8 von 8 Tälerchen. Immerhin haben wir gerade fast fast über eine Stunde bei dem Boss gehangen. So. Ich habe keinen Quarz. Dann geht's weiter. Dann geht es weiter. Was ist mit dir eigentlich? By the way, do you remember when I mentioned my partner? I got a distress signal from him. His last location was Krott Central Station. But my gear won't protect me from the petrification disease there. Can you find him for me? I'll make it worth your while. Thanks. My partner's name is Atkinson. I think he was trying to secure an escape route. Look for him around Krott Central Station. Ich nehme an, der nächste Ort ist Krott Central Station? Einfach so... Mal einfach so dahergedacht. Nehmen wir den wieder. Ah! Du willst mit mir reden? Das können wir gerne machen. Hast du das Tor aufbekommen? Nein. Hast du nicht. Life is short and life in Krott is shorter. I reckon I should cherish what time I've got. All I can do is keep plugging away. If you come back by... Okay. You actually met Alidoro and asked him about the wanted poster. That's odd. Alidoro and Medoro are friends. When I was hurt, he took me to Medoro, who was one of the first on the scene. Medoro is quite the medic. He saved me when the workshop tower fell. There's gotta be a logical explanation. The Alidoro I admire would never talk about a friend like that. But... Well, who knows? Maybe that wanted poster is real. You keep an eye on him, if you see him again. Wie wär's, wenn du erstmal das scheiß Tor aufmachst, mein Freund? Fände ich auch vollkommen in Ordnung. So, wir gehen jetzt weiter. Ich hoffe immer noch, dass wir jetzt gleich hier irgendwo eine Leiter finden. Also, falls ihr euch jetzt fragt, was für eine Leiter ich meine. Eine Leiter, die ich sehr lange gesucht habe. Sind denn hier Gegner? Noch nicht. Aha. Da kommen Gegner. Möchtest du kuscheln? Komm her. Ich will aber eigentlich da hoch. Aber anscheinend nicht von hier, oder? Oder habe ich gerade eine Leiter übersehen? Oh
Okay. Weil hier geht's runter und nicht hoch. Das ist das, was mich gerade stutzig macht. Ach. Wie habe ich dich genannt? Uschi? Uschi, was machst du denn hier? Magazin, schön. Brauche ich nicht. Also, ja, vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Bossfight, wo ich das brauchen kann, aber ich glaube eigentlich eher nicht. Komme ich hier irgendwo hoch? Ich muss eigentlich hoch. Hier ist eine Tür. Aber ich muss doch eigentlich hoch. Sogar jetzt doppelt hoch. Ich dachte erst, da wäre eine Ratte. Okay. Sieht so aus, als würde ich von oben runterfallen können. Ich bin... Aha, okay, hier komme ich wenigstens einmal hoch. Okay. Good to know. Oh, ich komme doppelt hoch, glaube ich. Die Leiter ist lang. Okay, jetzt muss ich nur... Ich kann da lang. Ausgefranstes Notizbuch. Ein abgenutztes Tagebuch mit Blutflecken. Auf der Hülle sind goldene Flügel gezeichnet. Ich bedauere die Zerstörung der Heiligstatue nicht. Ich wollte verhindern, dass sie für die Menschen benutzt wird. Natürlich werden sie einen anderen Weg finden, aber zumindest werden sie, die entkommen sind, Freiheit finden. Wenn ich etwas bedauere, dann nur eins. Gott rette dieses Kind. Ich kam von jenseits des großen Ozeans, von der anderen Seite des Ozeans. Okay. Hier geht's nicht lang. Hier geht's rund. Ach, hier bin ich. Ah. Ah, okay. Lass mich raten. Ja, ich hab verkackt. Okay. Aber das ist ja kein Problem. Hier sind ja keine Gegner mehr. Ist ja alles entspannt. Aber tatsächlich hat mich das jetzt gerade ein bisschen gewundert, muss ich gestehen. Weil der Weg irgendwie nicht so weit wirkte. Also ich bin ja eigentlich jetzt hier die Leiter hoch. Und dann war das Ding direkt da. Ah, okay, weil man hier nochmal rumgeht. Ah, okay. Na gut. Haben wir das Geheimnis auch gelüftet? Also, großes Geheimnis in Anführungsstrichen. Aber ja. Und dann gehen wir den richtigen Weg, nämlich hier lang. Was jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Das war schon in Dark Souls 1 nicht witzig. Habt ihr aus Schandstadt nichts gelernt? Gab es irgendwelche Leute, die sich dachten, boah, Schandstadt war geil. Davon brauchen wir mehr in Souls-like Games. Nein, niemand hat das gedacht. Niemand. Ich glaube, selbst die sadistischen Entwickler haben irgendwann eingesehen, dass das einfach nur... Oh, shit. Ich habe jetzt lange nicht mehr gegen euch Mutanten, also abgesehen von den ganz einfachen Grunts, nenne ich es jetzt mal. Ich habe lange Zeit nicht mehr gegen euch gekämpft, deswegen muss ich gerade mal ein bisschen... Immer wenn ich diese Geräusche höre, muss ich an so ein Lied denken, was irgendwie... Oh, ah,
Ich weiß gar nicht, was das für ein Lied ist, aber da muss ich jedes Mal dran denken. Did you feel that? An ergo amplification effect coming from Krat Central Station. I wonder if the alchemists are plotting something again. Please investigate that area. War das Sophia? Ich habe keinen blauen Schmetterling oder sonst was gesehen. Ich weiß nicht, wo gerade die Stimme herkam. Von Gemini? Hier ist ja der richtige Weg wahrscheinlich. Deswegen wollte ich jetzt... Ah, ne, ist es nicht. Okay. Blutiger Brief. 21:23 Uhr. Zugfahrkarte nach St. Marien. Wegen der Blutflecken ist der Text schwer zu lesen. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass es hier weitergeht. Tut es aber tatsächlich nicht. Auf der anderen Seite? Auch nicht. Gut, dann geht es tatsächlich hier. Bin ich aus Versehen tatsächlich direkt den richtigen Weg gegangen. Let's not. Obwohl, hätte man jetzt auch dran denken können, als Sophia mit mir geredet hat. Aber ich weiß immer noch nicht, worüber Sophia jetzt mit mir geredet hat. Weil das letzte Mal war es ein blauer Schmetterling, der auf mir gelandet ist. Oh, hallo, Stargazer. Die nehme ich natürlich auch gern. Hallo? Nope. Gucken wir uns noch 2-3 Minuten um? Ja, wir gucken uns noch 2-3 Minuten um. Oh, ihr schon wieder. Okay. Wir sollten an die Decke gucken. Alles klar. Das ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Von der anderen Seite, da oben hängen schon 2... wenn ich jetzt alle von denen natürlich abschieße, dann... Wo habe ich eigentlich eben meine Legion verbraucht? Ach ja, ein Uschi. Ein Uschi. Oh, ah, dich habe ich vergessen. Also, ich muss weg, wenn die explodieren. Das sieht so aus, als würde ich hier richtig fett verfallen. Kann ich das bitte abschalten? Also im Sinne von, kann ich das bitte irgendwie ablassen? Kann ich die Klimaanlage anmachen? Den Lüfter oder sonst irgendwas? Auch kaputt. Hm. 2 Shortcuts, beide kaputt. Ich meine, hier ist immerhin nicht vergiftet, ne? Shit. Und deswegen, ich gehe jetzt gerade erstmal dahin, wo es nicht vergiftet ist, weil ich eigentlich keinen Bock habe, jetzt hier die ganze Zeit in den Verfall reinzulaufen. Was habe ich gerade stöhnen? Achso, du. Was ist mit dir? Kann man dir helfen? Hallo? Oh, komm noch mehr. Ah, shit. Du hältst mehr als einen Schlag aus. Explodierst du? Nee, explodiert du so nicht. So, ich bin. Au, au, was? Wo? Wer? Hä, das ist doch jetzt nicht du. Hey, du hast doch gerade nicht auf. Es kam doch irgendwo von hinten. Hä? Ich bin verwirrt. Hier kann ich weiter. Aber warte mal. Ist das hier nicht mein Zug? Nee, es ist nicht meins. Ist das mein Zug? Nee, es kann nicht mein Zug sein. Wo kommst du her? Kommt der einfach aus der Ecke oder was? Oh, wie viel Leben habt ihr? Warum? Hallo? Au! Was ist los? Hä? Was ist da gerade passiert? Der schießt nach mir. Hallo? Was ist mit... Was sind das für neue OP-Gegner? Aber ja, wir wollten ja eh einen Cut machen. Deswegen habe ich gedacht, lasse ich mich einfach mal eben töten. Was? Ja, investigaten wir nachher.
Ich sage bis zum nächsten Part für das Videos. Euer Hedi.